anlässlich der Nominierung Essens als Kulturhauptstadt Europas für 2010 hat Essen Ruhr die Stadt Kassel, einen Mitbewerber, auf das seinerzeitige Projekt hin, eingeladen, sich mit einem bedeutenden Beitrag an der Kasseler-Essener Situation für 2010 zu beteiligen. Dazu hat die Stadt den Autoren der Laserscape Kassel, Horst H. Baumann, eingeladen, hierfür ein von Kassel initiiertes Konzept auf seine Machbarkeit hin zu untersuchen. Der Vorschlag zielt darauf ab, einer alten Frage Albert Einsteins, wie würde die Welt aussehen, wenn ich auf einem Lichtstrahl reisen könnte, nachzugehen und daraufhin abzuklopfen, inwieweit diese Reise auf dem Lichtstrahl durch eine künstlerische Manifestation in Form einer Lichtstaffette realisiert werden könnte. Der Autor hat dazu mit seinen Partnern Klaus Schieber und Igor Gettmann die Stationen, die möglichen Stationen dieser Situation für 2010 besucht und untersucht, inwieweit sie als Positionen in Frage kommen, diese vorgeschlagene Lichtstaffette zu realisieren. Und zwar in Form einer Reihe von Laserstationen, die sich sozusagen den Strahl von Kassel kommend in Richtung Westen, leicht Südwesten gehend, diese Situation dazu auszunutzen, eine sichtbare Laserverbindung zwischen Kassel und Essen herzustellen. Diese Idee folgt einer ganz alten Konzeption des Autors, die darauf angelegt war, die Punkte A und B, in diesem Falle Aachen und Berlin, die diese große europäische Magistrale markieren und ausmachen, auf ihre Möglichkeiten hin abzuklopfen auf dem Abschnitt Essen-Ruhr in Richtung Kassel und über Kassel vielleicht auch hinausgehend zu untersuchen und herauszufinden, inwieweit diese Möglichkeiten gegeben sind bzw. genutzt werden können. Diese Situation, hier dargestellt anhand auch zweier früher einmal angedachter Projekte, nämlich einmal dem euregionale Dreieck zwischen der Geburtsstadt Aachen, Maastricht und Lüttich, ebenso wie eine dreieckige Struktur im Bereich Wuppertal, Solingen und Remscheid. Die waren untersucht, die werden diagonal geschnitten durch eine Lichtachse entlang praktisch des siebten Längengrads. Und diese Achse ist dann Duisburg, Düsseldorf, Köln und Bonn. Alle Situationen, die bereits früher als mögliche Standorte für eine große Laserskulptur angelegt waren. Hier stellt sich die ganze Situation in Form eines Satellitenbildes, soll also in Form einer Lichtstaffette miteinander verbunden und so einleuchtend genutzt werden. Dazu gibt es dann die einzelnen Standorte, die über Hügel, Berge, Wälder hinweg Kassel mit Essen oder umgekehrt auch Essen mit Kassel miteinander verbinden, weil es auch nicht möglich ist, in Form eines einzigen längeren Brückenschlags die Entfernung Kassel-Essen von mehr als 150 Kilometern reiner Luftlinie zu schlagen oder zu realisieren. Diese Situationen sind also untersucht worden und zeichnen sich dadurch aus, dass entlang dieser Strecke, beispielsweise ausgehend vom Kasseler Herkules über Zwischenstationen zum Dortmunder Floriansdom bis in den Einzugsbereich der Solarszene Rhein-Ruhr mit dem seinerzeitigen Museum, mit der
Akademie im Mont-Cenis, einem früheren Bergwerk, dann eine Verbindung geschafft werden kann zur Zeche Zollverein bei Essen oder in Essen, ihrerseits schon seit langen Jahren ein Weltkulturdenkmal, hin nach Essen selbst und unter Berücksichtigung auch des Umfeldes Essen mit der Haldenpyramide, Lichtpyramide bis hin zum Oberhausener Gasometer eine Situation besteht, die einleuchtender kaum sein könnte, um die Beziehung zwischen beiden Städten herzustellen. Diese Idee folgt dem Schema eines Ruhrguides im gewissen Sinne, das heißt der plakativen Darstellung der Beziehungen dieser ganzen Strecke untereinander und mit den Standorten innerhalb des Ruhrreviers. Diese Situation zwischen links im Westen Essen und rechts mehr im Osten Kassel versteht sich also als eine einladende Möglichkeit, die Beziehung der Orte untereinander zu realisieren und diese einleuchtend zu gestalten. Wir sind also die verschiedenen Stationen abgereist, haben die verschiedenen denkbaren Standorte untersucht und sind zu der Überzeugung gelangt, dass entlang dieser Standorte über mehrere Etappen, und gedacht ist an 6 bis 8 Stationen, wahrscheinlich bisher 8, die aber noch der genaueren Untersuchung bedürfen in Form eines Tests, den wir für das Frühjahr 2009 vorgesehen haben, diese Situation auf auch die praktischen Möglichkeiten hin abzuklopfen. Was Sie also hier sehen, sind immer wieder diverse, auch wechselnde Standorte, von denen aus es möglich sein müsste, diese Sichtverbindung herzustellen. Und zwar eine Sichtverbindung, die davon ausgeht, dass auf etwa 8 Punkten doppelte Laserstationen etabliert werden, die dann miteinander vernetzt werden und Essen selbst mit dem Zentrum der Stadt und dann Zeche Zollverein als dem Anbindungspunkt nach Essen bis über Dortmund und dann weiter östlich nach Kassel hin sozusagen einleuchtend miteinander zu verbinden. Diese diversen Standorte haben wir versucht in Form kleiner Simulationen umzusetzen. Hier haben wir den Kasseler Herkules, der eine der berühmtesten Landmarken in dem hessischen Umfeld darstellt, zu simulieren. Und aufgrund der Erfahrungen aus der Laserscape Kassel so umzusetzen, dass vom Herkules ausgehend über verschiedene Stationen, und die gibt es hier noch einmal in der Simulation, denn die Kasseler Herkules Situation auf der Wilhelmshöhe ist der Endpunkt, der seit der Documenta 6 1977 bestehenden Laserscape Kassel, die 79 als feste Skulptur etabliert wurde und sich in dieser ganzen Zeit von mehr als 30 Jahren inzwischen sehr, sehr bewährt hat, verschiedene Umstellungen auch erfordert hat, Aktualisierungen. Und dies haben wir versucht in Form der Doppelstationen am Beispiel Kassel-Herkules darzustellen und zu sehen, wie das Ganze aussehen wird. Das ist also die Möglichkeit, vom Herkules aus weiter gen Westen zu strahlen und auch zum Teil noch gegen Osten, um diese Situation herauszuarbeiten. Dabei haben wir mit Hilfe der Vermessungsämter für das Bundesland Hessen ebenso wie für das Bundesland
Nordrhein-Westfalen. Das sind die beiden Länder, die ursächlich in diesem Kontext miteinander verbunden werden, unter Benutzung auch klassischer trigonometrischer Messpunkte, diese Verbindung zu bewerkstelligen. Die Ämter haben uns freundlicherweise Kartenmaterial zur Verfügung gestellt und ihre Hilfe bei der weiteren schrittweisen Realisierung oder den Voruntersuchungen dazu zu gewähren. So einige Gebirgszüge jetzt hier zu erkennen. Also ich kann Ihnen sagen, was wir noch dort brauchen, ist einmal die Zeche Zollverein, wenn Sie die auf der Karte markieren könnten. Wir sind sehr glücklich über diese Konstellation, weil sie davon ausgeht, dass über 6, besser aber wohl 8 Stationen von Kassel ausgehend wir gen Westen beamen werden und dabei entlang dieser Strecke einzelne Situationen, die wir besucht haben und die wir auch noch per Video illustrieren werden, abzuklopfen auf ihre Machbarkeit und Beteiligung hin an dieser Gesamtsituation. Aussichtsplattform in Richtung Essen-Stadt gehen kann und in Richtung von hier aus weiter nach Osten, in Richtung Kassel und alles, was dazugehört. Das ist also diese Konstellation, also einmal dieser Punkt hier, weil man da, wie ich annehme, die beste Rundumsicht hat. Das wäre ein alternativer Punkt. So, dann gibt es möglicherweise hier noch einen Punkt. Diese zum Teil durch Türme besetzten Umlenkpunkte sollten es erlauben, über Laserstrahlen größerer Intensität in der Höhe dieser Landmarken eine Verbindung herzustellen, die darin besteht, alle beteiligten Stationen auch gleichzeitig miteinander zu vernetzen. Also der Dortmunder Fernmeldeturm Florian, den wir dazu besucht haben, lässt es zu realisieren. Also die Möglichkeit besteht, beispielsweise vom Florian aus in Richtung Osten auf Kassel zu, ebenso wie in Richtung Westen auf Essen zu, eindeutige Lichtverbindungen herzustellen, die dem Publikum entlang dieser Lichtstaffettenschiene zwischen Kassel und Essen, dem Publikum zu signalisieren, dass es hier eine Beziehung gibt, der es nachzugehen lohnt. Wir gehen von dort aus weiter in diese Richtung und kommen dann über den Florian und über die Akademie Montsenis, eine ehemalige Zeche, dann in die Essener Innenstadt, nicht ohne vorher bei der Zeche Zollverein, dem berühmten alten oder klassischen Grubenbauwerk, das außerdem schon lange den Status eines Weltkulturerbes besitzt, diese Verbindungen zu bewerkstelligen. Und dann auch von Essen aus, beziehungsweise von Zollverein aus, sowohl auf die Haldenlandschaft mit der Lichtpyramide als auch zum Oberhausener Gasometer, der in sich selbst eine sehr, sehr interessante Ausstellungssituation oder Möglichkeiten bietet, diese erkennbar an die Gesamtstruktur aus Anlass Essen-Ruhr 2010 anzubinden. Hier ist noch einmal Montsenis dargestellt und dann das, was zwischendurch noch in Richtung Osten mit dem Florianturm und in Richtung auch von dort aus gesehen eigentlich Richtung Osten mit der Zeche Zollverein geschehen könnte. Diese ganze Situation macht sich zunutze die früheren experimentellen Arbeiten entlang der Ruhrschiene bzw. der Rheinschiene. Hier ein Ausschnitt einer Installation in Duisburg. Das ist also die Darstellung des rheinischen Meridians, der dem Verlauf des siebten Längengrades folgt
und von Duisburg ausgehend über Düsseldorf, Köln bis nach Bonn reicht und den ich deswegen Rheinischen Meridian genannt habe, weil er ziemlich genau die Achse markiert, die das Land Nordrhein-Westfalen von Nord nach Süd hin signalisiert. Und dabei auch einzubeziehen eben die Zeche Zollverein mit ihrem Spiegelkanal und damit wieder sich in den Reigen einzuordnen der Stationen, die denkbar sind und sich durch weithin sichtbare Leuchttürme als Lichtinstallationsorte diese Situation zu nutzen. Hier der Blick vom Kasseler Zwerenturm aus auf den Herkules. Das sind gut 7,3 Kilometer Luftlinie und die wurden schon zur Documenta 6 1977 erstmalig realisiert und dann ab 1979 fest etabliert, wobei Sponsoren wie die HNA und später die Städtischen Werke Kassel maßgeblich beteiligt waren und die Realisierung dieses Projekts überhaupt erst ermöglichten. Hier die Perspektiven, wie es letztendlich, und das war ein Test, den wir dazu gemacht hatten vor 2 Jahren, also in 2007 auf 8, einen Test zu machen, die bisherige ursprüngliche Zweistrahlkonstellation um einen dritten Strahl vom Kasseler Landesmuseum aus zu erweitern. Wir kehren zurück auf den Herkules als Ausgangspunkt der neuen angedachten Struktur Kassel-Essen, die beginnt als Endpunkt der Laserscape Kassel, die letztendlich auf dem Herkules und seinem Sockel mündet. Diese Konstellation ist also in mehrerlei Hinsicht sorgfältigst untersucht worden und von Kassel aus können wir über einige Zwischenstationen, es werden also insgesamt sicherlich wohl 8 werden. Diese Situation ist also die Ausgangsbasis, von der aus wir letztendlich nach Essen zur Kulturhauptstadt Europas 2010 gelangen wollen. Essener Bereich, das sogenannte Solardreieck, früher untersucht. Solardreieck ist die Konstellation zwischen Essen, Gelsenkirchen als Solarhauptstadt und eben im äußersten Norden dann Montcenis als einer der Orte, der eine wesentliche Beziehung aufzeigt zum Umgang mit alternativen Energien, die dort ihren Standort haben. Das ist also die Darstellung des Rheinischen Meridians, der dem Verlauf des 7. Längengrades folgt und von Duisburg ausgehend über Düsseldorf, Köln bis nach Bonn reicht und den ich deswegen Rheinischen Meridian genannt habe, weil er ziemlich genau die Achse markiert, die das Land Nordrhein-Westfalen von Nord nach Süd hin
signalisiert. Diese Konstellation ist ein weiterer Beweis und eine weitere Möglichkeit dafür, dass, was Albert Einstein gefragt hat, als er sich fragte und auch sein Publikum fragte, wie würde die Welt aussehen, wenn ich auf einem Lichtstrahl reisen könnte, diese Konstellation zu untersuchen und neu zu gestalten, ist also Gegenstand des Gesamtprojektes zwischen Kassel und Essen, Essen und Kassel. Der Ahnherr der ganzen Vermessung saß früher in Göttingen, bei Kassel hätte ich beinahe gesagt, und hat von dort aus mit seinen Untersuchungen zur Landschaft und zur Landesvermessung den wohl signifikantesten Beitrag des mittleren 19. Jahrhunderts geleistet, dass das Königreich Hannover in sich vermessen wurde mit den zahlreichen Verbindungen und Möglichkeiten auch über Landesgrenzen hinweg und der Gegenstand der großen Vernetzung dieser Situation überhaupt geworden ist. An ihn erinnerte der frühere 10-D-Mark-Schein, der die Triangulation des nördlichen Teils des Königreichs Hannover damals markierte und von dieser Basis und den Originalunterlagen Karl Friedrich Gorstens ausgehend hat der Autor begonnen, die Konstellation der damaligen Messsituation zu untersuchen und auf ihre neue Gestaltbarkeit in Form einer Lasertriangulation auch publikumswirksam hinzuarbeiten. Hier ist der Ausschnitt aus dem Messdreieck Gaußens, die sogenannte Brockentriangulation, dargestellt, die sich sozusagen in der unteren Ecke des 10-Mark-Scheins auch befindet. Und die Situation zwischen Göttingen und weiter über Göttingen hinausgehend Dransfeld auf Kassel zu, war eine Situation, die bereits Gauss als solcher festgestellt hatte, denn er hatte sein Labor in Hohenhagen in der Nähe von Göttingen und hat von dort aus nach Göttingen und später auch zum Brocken hin alle Messungen selbst noch durchführen können mit entsprechender Assistenz. Und diese Konstellation einer bestehenden Messachse, wenn sie vom Brocken ausgehen, dann wieder weiter nach Westen gehen, über Göttingen hinweg nach Hohenhagen, ist der Herkules in Kassel-Wilhelmshöhe von dort aus klar erkennbar. Und das war für mich die einleuchtende Konstellation dieser Geschichte nachzugehen. Wenn man das genau verfolgt, ist das fast eine durchgängige Achse, die von Göttingen aus, in dem Falle hier noch von Hohenhagen aus, zum Brocken hinführt und zur anderen Seite hin um 180 Grad gewendet, dann in Kassel mündet. Und man kann also vom Kasseler Wilhelmshöhe Herkules aus, kann man über Göttingen hinweg an einem besonders günstigen Tag praktisch in Richtung Brocken zielen, diesen sehen. Das bringt uns zurück auf die Erdmessungen überhaupt, auf die Vermessung der Erde, auf die Vermessung der Welt, der Daniel Kehlmann, das Ihnen sicherlich zum Teil geläufige Buch »Die Vermessung der Welt« gewidmet hat, ein Buch, das ein mehr als 2 Jahre langer Erfolg als Spitzenreiter in der Lektüre und im Buchhandel war. Und diese Idee eines Spaceships Earth ist eine Idee des berühmten Buckminster Fuller, des Architekten, der einmal erklärt hat, dass wir alle im Grunde genommen Astronauten sind oder Kosmonauten, wie es aus der anderen Richtung hieß, und diese Situation in unser Bewusstsein neu zu rücken, ist Teil meiner eigenen
Vorstellung davon, wie dies auf einleuchtende Art und Weise geschehen könnte. Und dazu bietet die Konstellation Kassel-Essen eine Reihe von Situationen an und Stationen an, die dann eben in Form dieser Lichtstaffette ausgehend von der Laserscape Kassel realisiert werden sollen. Die Laserscape Kassel hatte also begonnen, 1977 einer Einladung der Documenta folgend, einen Vorschlag, den ich dafür skizziert hatte und der in Form von mehreren performance-ähnlichen Ereignisstrukturen dann während der 100 Tage der sechsten Documenta 1977 stattfand und den Erfolg zeitigte, dass daraus, und wir hatten diese ganze Konstellation auf alten barocken Zeichnungen von Kassel simuliert, skizziert und dargestellt, daraus wurde dann einem Votum der Kasseler Bürger folgend ab 1979 eine erste permanente Lichtskulptur, die in dieser Form dann über Kassel 7,3 Kilometer hinweg strahlte und seit 1979 mit etwas wechselnden Konstellationen, getragen von der Stiftung der HNA, des Verlegers Dierichs, begonnen hatte, dann später in die Stiftungsobhut der städtischen Werke Kassel mündete und dabei die barocke Szene mit ihren signifikantesten Positionen miteinander vernetzte durch eine Laserkonstellation. Diese Konstellation wurde zu einem neuen Wahrzeichen Kassels und führte dazu, diesen Überlegungen Kassel hat Linie, nicht nur weiter nachzugehen, sondern darüber hinausgehend auch Situationen zu untersuchen, mittels welcher Mittel, Medien, beispielsweise hier eine Neonskulptur, Idee, die bei der Documenta 6 oder 7 auftauchte, eine Idee, die wir mithilfe einer Laserkonstellation unter Einbeziehung und ausgehend vom Fridericianum zur Orangerie in Kassel, um die untere Situation der Parkaue darzustellen. Hier gab es die ursprüngliche Konstellation, hier die spätere, vereinfachte Konstellation, die sich inzwischen durch große Intensität Leuchtkraft auszeichnete, also die Parkachse als klassische barocke Parksituation wahrnimmt und daraus eine Konstellation entwickelt, die die signifikanten oktagonalen Punkte Kassels miteinander verbindet und in Richtung Herkules als Endpunkt zelebriert. Eine Geschichte, die die Landschaft als Laserscape Kassel neuerer Bauart weiterentwickelt hat und zu einer großen Publikumsattraktion für Kassel geworden ist, die sich auch in Bildfolgen einiger kollegialer Bildautoren, hier ein paar Bilder unseres Freundes Rainer Kaufhold, dargestellt, die Situation unter Einbeziehung eines roten Lasersystems ausweist und von dem mehrfarbigen Fächer auf die zweifarbige Achse zum Herkules hin, von der Innenstadt aus, der dann die weitere Situation folgt, wo die Stadt um den Standort Landesmuseum bereichert, eine weitere Station findet, die dann hin zum Herkules beamt. Hier ist der auf dem Herkules ankommende Strahl dargestellt und das, wie es sich vom Herkules aus selbst darstellt. Also es trifft im Sockel des Herkules als große Lichtsonnen auf. Das sind Ergebnisse verschiedenster Experimente bei verschiedenen Witterungssituationen, einschließlich Schneefall. Daraus ist entstanden, mithilfe unseres Freundes Dr. Harald Kimpel, ein Büchlein, eine kleine Publikation über die Laserscape Kassel, die, wie gesagt, seit Doku 677
über die erste Etablierung 79, dann bis 98/99 neu installiert mit Hilfe der städtischen Werke und dann weiter jetzt mit Hilfe des Documenta-Forums die ganze Situation neu beleuchtet, hier Ergebnisse mit den Strahlen, die auf der Großbaustelle Herkules-Wilhelmshöhe geparkt sind und vielerlei weitere Anknüpfungen mit beinhalten. Hier diese erste Simulation mit der Umlenkstation, Landesmuseum zurzeit ebenfalls im Umbau mit der neuen Konstellation der Museumslandschaft Kassels. Beide Situationen, die im Moment noch geprägt sind durch Bauaktionen auf verschiedenen Standorten, die aber nichtsdestoweniger dazu führen sollen, dass eben für 2010 nach einer gründlicheren Detailuntersuchung während des Jahres 2009 eine Konstellation entstehen kann, die diese Situation der Stadt Kassel eben auf einleuchtende Art und Weise, auch mit Hilfe von Satellitenaufnahmen und Untersuchungen allerneuester Provenienz, diese Situation beleuchtet, erleuchtet, wobei die Punkte auf der Strecke zwischen Kassel und Essen sozusagen Leuchtturmfunktion haben, um mit weit ins Land reichenden Laserinstallationen diese Geschichte neu zu realisieren. Hier noch einmal ein kleiner Ausschnitt aus einer Sendung des hessischen Fernsehens, die Hessenschau, die einmal einen sehr interessanten Report gebracht hat über auch den Wechsel in der Weiterentwicklung der klassischen Lasersysteme zu neuen Laseranordnungen und neuen Lasersystemen. Hier die Ursituation mit zwei riesig schweren und mühsam zu betreibenden Gasionenlasern mit entsprechenden Optics. Dafür wurde die gesamte obere Ebene des Zwirnturms umgebaut zu einer Kühlstation, denn 99% der eingesetzten Energie gingen in Kühlenergie für die Laser, die wassergekühlt sind, über und waren im Grunde genommen eine mir von Anfang an recht unbehagliche Energieverschwendungssituation. Wir sind froh darüber, dass es inzwischen einen Quantensprung in der Laserentwicklung gegeben hat, bei denen auch meine Freunde von Compact Laser aus Berlin, mit denen ich seit Jahren ebenso wie mit Sollinger zusammenarbeite, die darin münden, dass es heute mit neuartigen Lasersystemen auf der Basis von LEDs möglich ist, das, was wir früher sehr aufwendig mit großen Laserstrahlern und riesigem Kühlaufwand realisieren konnten, heute mit computergroßen, kleineren Laserpaketen möglich geworden ist. Und das ist für mich das entscheidende Signal für den inzwischen erreichten Fortschritt. Von 1979 bis 2007 haben wir beim Volllastbetrieb der Laserscape Kassel mindestens etwa 50 Kilowatt pro Betriebsstunde gebraucht, verbraucht, verschleudert, die wir heute mit einem einzigen Prozent des alten Bedarfs abdecken könnten bei vergleichbarer Lichtleistung. Und dabei beziehen wir den Strom nicht notwendigerweise mehr von den städtischen Werken, sondern wir haben über gut 10 Quadratmeter Photovoltaik, die auf dem Felicianum-Dach dezent untergebracht sind, die Möglichkeit, die gesamte Anlage mit 2 bis 3 Lasern aus sozusagen eigener Energieproduktion zu decken. Also mit 10 Quadratmetern Photovoltaik erzeugen wir genügend Strom, den wir speichern, um an den Wochenenden dann eben mit der Kraft der Sonne beflügelt die ganze Geschichte aus Sonnenenergie getankt zu bespielen. Das ist das, was mich jahrelang
sehr, sehr fasziniert hat und auch zunächst im Hinblick auf die Verschleuderung von Energie gestört hat. Inzwischen habe ich ein besseres Gewissen und Bewusstsein selbst dafür entwickelt, dass diese ganze Skulptur auch noch ihren Leistungsbedarf aus eigener Quelle deckt. Dabei helfen uns nicht nur das Documenta-Forum, sondern auch einige Kasseler Sponsoren, darunter die SMA, ein Ableger ursprünglich der Kasseler Universität. Und die sind der weltgrößte Erzeuger von Wechselrichtern. Die sind wiederum die technische Voraussetzung für den Betrieb kleiner Solar-Photovoltaikanlagen, wie wir sie jetzt zum Betrieb der ganzen Skulptur in Kassel nutzen und auch weiter nutzen werden im Hinblick auf die Kassel-Essen-Situation. Motiv des Ganzen einmal noch die Einsteinsche Frage und das Nachgehen dieser alten Barockidee auch über die Grenzen des bis dahin bekannten Universums hinauszureichen, in neue Sphären vorzudringen und mit Licht aus der Sonne letztendlich die größte Kunstlichtquelle oder ein Arrangement von Kunstlichtquellen zu betreiben und damit beispielhaft ein Zeichen zu setzen für das, was unter heutigen Bedingungen möglich geworden ist. Wie gesagt, die Reduktion des bisherigen früheren Energiebedarfs von 50 bis fast 60 Kilowatt zugunsten einer Reduktion auf 1% der bisherigen bei vergleichbarer Lichtleistung. Ich finde, das ist aller Rede wert und freue mich darüber, dass das, was früher den ganzen Raum oben auf dem Sphärenturm im Annex des Fridericianums, wo es schon früher einmal eine Sternwarte gegeben hat, auch der berühmte Astronom Tycho Brahe zu Besuch gewesen ist, das Ganze in einen Glaskasten, in eine Vitrine zu packen und sozusagen aus der Steckdose mit Eigenstrom zu versorgen. Und dabei die klassische Situation der Landschaft Kassels zu benutzen, hier die Konstellation im Park, wo wir diese wundervollen, außer der legendären Parkachse selbst, die beiden Spiegelkanäle haben und diese eben dazu nutzen, die ganze Situation neu zu illuminieren und dabei auch die Wasserfläche vor und unter den beiden kanalüberbrückenden Installationen zu betreiben, zu bespielen und die Wasserfläche der Spiegelkanäle selbst als Reflektor für die Strahlen zu nutzen. Diese Konstellation geht also mit einem neuen Lasersystem als separater Installation auf dem Dach der Orangerie, um daraus abzuleiten, wie sich eine Doppel- oder in diesem Falle Dreistrahlinstallation ausmacht und wie sie zu betreiben ist. All dies, wie gesagt, aus der Steckdose beziehungsweise aus 10 Quadratmetern Photovoltaik, deren Leistung wir in Batterien abspeichern und deren überschüssige Leistung wir dann als subventionierter Stromlieferant an die Stadtwerke weitergeben können, um etwas von der Situation zu kompensieren, die wir früher hatten und die dazu geführt hat, dass wir über Jahre hinweg, wie gesagt, mit den konventionellen Gas-Ionen-Laser, die inzwischen eben durch die technische Entwicklung nicht ein, sondern rapide überholt worden sind, zu arbeiten. Und da geht es jetzt weiter nochmal mit einem Blick aus dem Park, das war kurz nach der Documenta gemacht, die Übergangssituation mit der Orangerie und der Mittelachse derselben, aus der jetzt drei Strahlen die Mittelachse des Auerparks und die beiden Seitenkanäle wie gezeigt abdecken. Hier noch eine andere Folge von Bildern, auch zum Teil mit dem roten Strahl, auf den wir noch warten,
um die Gesamtkonstellation letztendlich so zu gestalten, wie wir das eigentlich von Anfang an einmal im Idealfall gedacht hatten, nämlich zwei grüne und ein roter Strahl, die sowohl zum Herkules führen als auch in die Aue hinein, vom Zwirnturm aus selbst als Installation arbeiten, um daraus eben die neue Laserscape Kassel und die Möglichkeiten auszukosten oder weiterzuentwickeln, die Situation 2010 dazu zu nutzen, diese lange geplante Erweiterung zu vollziehen, um das im Hinblick auf nicht nur 2010, sondern möglichst auch Dokumenta 13 in 2012 neu zu bereichern, um eine Erweiterung. Dies alles dann eine Situation, vor der mein alter Freund Namjoon Paik nie die Augen verschlossen hätte, denn der war einer der Künstlerkollegen, die ich auf der Documenta mit seinem Video-Jungle seiner Zeit getroffen hatte und mit dem ich dann lange Jahre zusammengearbeitet habe, um all diesen Fragen weiter nachzugehen, Spaceship Earth abzuklopfen, auf seine Reisemöglichkeiten, wie von Buckminster Fuller apostrophiert oder von Marshall McLuhan beschrieben als Global Village, und dabei die Kraft der Sonne, das ist Europa bei Nacht mit den Energiezentren, hier diese große helle Geschichte ist letztendlich das Ruhrgebiet bis in die Niederlande hinein. Hier ist England, Paris und da Berlin bis Moskau dergleichen weiter zu untersuchen und weiter zu bedienen. Dies sei in der Einleitung gesagt. Es gibt vieles anderes Material, was darüber hinausgeht und was auch daran denkt, gelegentlich und von Kassel aus oder von der Konstellation Kassel-Essen aus Anbindungen temporärer Art an die internationale Raumstation zu schaffen, die wir ja ab und zu sogar mit unbewaffnetem Auge, je nach Witterungssituation, am Himmel ziehen, aufziehen und wieder verschwinden sehen, um daraus einen Reigen der Galileo-Satellitenfamilie zu entwickeln, die uns in den kommenden Jahren die Möglichkeiten der Satellitennavigation für jedermann nachvollziehbar bzw. nutzbar weiter beweisen werden. Ideen also, die darauf abzielen, neue Konstellationen zu neuen und besonderen Anlässen, hier für Olympia Beijing gedacht, möglicherweise aber für Vancouver die Olympischen Winterspiele 2010, das ist das gleiche Jahr wie die Kulturhauptstadt Europas, und so zu nutzen, um daraus Ableitungen zu haben, die dem Publikum mit künstlerischen Mitteln, wie hier ein Projekt One Mile Eye meines kalifornischen Freundes Tom van Zandt, der mir in der Nacht vor der Eröffnung der Documenta 6, 77 in Kassel auf der Wiese vor der Orangerie begegnet ist, zu machen und dabei dann auch zu verfolgen, was der große Carl Friedrich Gauss als Mathematiker, als Astronom, als Landvermesser unter anderem als Beiträge eingebracht hat in die gesamte Situation mit vielen sogar futuristisch anmutenden Perspektiven. Damit wollen wir es für heute bewenden lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen sehr bald und in der Hoffnung, dass wir für Kassel, Essen, Kassel in 2010 zu einem Projekt kommen werden, das auch im künstlerischen Sinne neue Maßstäbe setzt und artikuliert, an denen ein großes Publikum einleuchtend partizipieren kann. Danke und auf Wiedersehen.